schnell aber nicht. So, Fallat Tedasa. Es läuft wirklich gut für dich, Otto. Wir könnten also zum nächsten Schritt springen. Wir müssen die Flaggen für das Geländestrecke bemalen. Ja, hast du darüber nicht nachgedacht? Wir benutzen nur Holzflaggen hier in Sherwick. Bei größeren Wettbewerben werden zwar Stoffflaggen benutzt, aber in den meisten Fällen sind sie aus Holz. Viel einfacher zu pflegen und einfacher zu handhaben, wenn es regnet oder schlecht Wetter ist. Also viel besser als Stoff. Was, du forderst mich heraus, die Flaggen zu bemalen? Wir wissen beide, dass du gewinnen wirst. Wie bitte? Ich kann nicht malen. Nee, du, ich beweise dir, dass ich malen kann. Okay, wir fangen bei drei an zu malen. 1, 2, 3. Dann lässt Ricky besser absichtlich gewinnen, damit er sein Selbstbewusstsein diesmal zurückgewinnt. Ricky startet mit voller Geschwindigkeit. Lol. So. Ich habe gewonnen. Gewonnen, Otto. Gewonnen. Ja, super. Yay. Applaus. Also fahr. Ich kann nicht fassen, dass ich gewonnen habe, Otto. Ich fühle, dass sich etwas in mir regt. Ich möchte fast springen. Ich will vorne springen, Otto. Komm schon. Wir gehen auf eine Joggingtour rund um den Stall und überraschen Natalie. Ich ziehe meine Laufschuhe an. Wir können später weitermachen. Wo waren gleich meine Laufschuhe? Ich erinnere mich, dass ich sie nie wiedersehen wollte und wirf sie irgendwo hin. Aber ich weiß nicht mehr wohin. Kannst du mir helfen, sie zu suchen? Okay, dann suchen wir und fix deine Laufschuhe. Da, ich hab's, ja. Ich hab sie rausgeworfen, weil ich sauer war. Jetzt bin ich das nicht mehr. Okay, dann machen wir noch die Joggingtour zum Stall. Komm schon, Otto. Lass uns jetzt joggen. Normalerweise hat Natalie oder einer der Bulldogs ein Horn geblasen, damit ich das Tempo beibehalte. Jetzt, wo ich gewonnen habe, will ich es noch einmal versuchen. Es war überhaupt nicht schwer. Sobald du siehst, dass ich langsamer werde, blast er einfach in das Horn. Lass mich nicht zum Stehen kommen, weil sich sonst mein Puls verändert. Danke, Otto. Ich habe gewonnen. Jetzt geht's bergauf. Jetzt laufen wir zum Stall zu Natalie. Einmal die königliche Trompete blasen, bitte. Ich habe nichts gesagt. Lauf, du Penner. Lauf, lauf, lauf. Schneller, du Versager. Beweg deinen fetten, faulen Arsch. Na komm. Schneller! Einmal abwärts. Wie lahm arschiger ist. Vor allem, wie schnell er immer abbremst. Geht der Kopf. Das hält jetzt selbst nicht länger. Das ist ja Fettsack da unten. Hey, Schwabbel! Ivan Drake. Gott. Hä? Okay, ist draußen. Und joggt. Sofern man das Joggen nennen kann. Erlaube mir zu lächeln. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich bin hier, um meinen neuen Clubhaus zu infizieren. Oder euren schmutzig stinkenden Stall, so wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Wer ist dieser Tölpel, den du an deiner Seite hast, Ricky? Autumn, ich erinnere mich an diesen Namen. Ich glaube, meine Schwester hat von dir erzählt. Wer ich bin? Ich bin Ivan Drake. Du sollst dir besser meinen Namen deinem kleinen Spatzenhirn abspeichern. Entschuldige, hat der kleine Loser Ricky etwas gesagt? Im Ernst? Du verlierst oder glaubst, dass du eine Chance hast? Du bist ja noch armseliger, als ich dich in Erinnerung hatte. Du wirst mich niemals in den Sherwickschen Jiu-Jitsu-Meisterschaften schlagen. Glaubst du, dass du jetzt doch sehr unrealistisch in der Lage bist, mich zu schlagen?
Ich warte schon sehnsüchtig drauf, bei Jerry und Georges Meisterschaften Hackfleisch auf dir zu machen. Auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten, diesen stinkenden Stall zu übernehmen und in ein Fitnessstudio für Total Destruction, den besten, stärksten Georges Club aller Zeiten zu machen. Entschuldige, was hast du gesagt, Natalie? Die armen kleinen Pferde haben keinen Platz, wo sie hin können, wenn der Stall verschwindet. Oh, die armen kleinen Pferde. Warum glaubst du, dass mich das interessieren würde? Mich interessiert es nicht im geringsten, wenn sie kein Zuhause mehr haben. Und auch, dass du sie nicht behalten kannst. Kurz, niemanden interessiert's. Schönen Tag noch, ihr Flaschenhund, Natalie. Ich freue mich diesmal auf eine diesmal pünktliche Zahlung der Zinsen. Ansonsten kommen die nächsten 178% extra Zinsen hinzu. Vielleicht nehme ich auch dein altes Haus als Anzahlung. Dann kann ich in der Nähe des Fitnessstudios wohnen. Was ist das für ein Ekel? Ivan, bitte, bitte nimm uns nicht den Stall weg. Wir können mit den Zahlungen regeln, ich verspreche es. Gib es noch einen Monat Zeit, bitte. Ein Wichser. Ja, Mama, Mama. Ah, dieses Schlangenblut. Ah, ich bin so sauer. Ricky, was sollen wir tun? Wir können Ivan Drake der GED den Stall nicht überlassen. Wie sollen die Pferde da hin? Ich habe davon geträumt, einen Stall haben zu können, in dem alle Pferde willkommen sind und ein Zuhause haben, wenn sie eins brauchen. Wir können den Stall einfach nicht überlassen. Wir müssen irgendwo hier Hilfe finden. Oh, Autumn, ich weiß nicht so viel von der ganzen Sache. Ich weiß, dass du nicht so viel von der ganzen Sache hier verstehst. Vor ein paar Jahren gab es in ganz New Chest Geldprobleme. Darüber war leider auch der Stall betroffen. Es ging so bergab, dass wir Angst hatten, der Stall müsste komplett geschlossen werden. Wenn er geschlossen worden wäre, hätten viele Pferde ihr Leben, die hier lebten und immer noch leben, keinen Platz mehr im Leben gehabt. Zum Leben gehabt. Also habe ich Ricky und ich bei der neu eröffneten Bank hier in der Stadt angefragt, ob sie uns einen Kredit geben können, trotz des geringen Einkommens. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Am Schluss hat sich dann herausgestellt, dass die Bank der GED und der Familie Drake gehört. Als wir den Vertrag unterschrieben haben, hat alles Sinn gemacht. Aber jetzt wird nicht nur der Stall, sondern auch mein Privatsitz gepfändet, wenn der Kredit nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden kann. Was soll dann aus den Pferden werden? Kann ich bitte etwas allein sein, Ricky und Autumn? Ich muss mit dem Bulldogs reden. Scheint, als ob keine Hoffnung mehr für den Stall und unsere Pferde besteht. Ja, sag so, muss doch nicht. Gibt immer einen Weg. Ah, diese Schlange. Sollte bloß nicht in der Nähe Natalie zu Natalie zu seinen Pferden kommen. Wir müssen Ivan Drake einfach stoppen. Ich weiß nicht genau, wie wir das tun können. Wenn ich Jerry und Georges die Meisterschaften gewinne, bekomme ich genug Preisgeld, um den gesamten Kredit abzubezahlen. Ich muss nur gewinnen. Ivan ist der derzeitige Champion in Georges. Gegen ihn habe ich das letzte Mal verloren. Aber wenn ich jetzt gewinne, kann ich alles retten. Sicher, Ordnung, du wirst uns helfen. Du weißt bestimmt, was auf dem Spiel steht. Danke, zusammen können wir es schaffen. Komm schon, wir laufen zurück. Diesmal gebe ich 120%. Lass mich nicht stehen bleiben. Was auch immer du tust, Ordnung, lass mich nicht stehen. Die Zeit ist gekommen. Okay. Schnecke. So. Okay. Nein, das ist gar besser. Oh, oh, Hilfe, meine Kollision ist mir das, was ich mal war. Warum stehe ich in dir drin? Ich muss bei dem depperten Spruch verkneifen, das ist okay so laut. Nein, gib mir Wasser. Oh, Wasser, ich brauche Wasser. Du und Wurfeln solltet auch trinken. Ja, wir sollten schauen, wer schneller trinkt. Du bist kein Gegner für mich, Autumn. Ich werde gegen Wolf-Train antreten. Komm schon, Wolf-Train, wir werden ja sehen, wer schneller trinkt. Pferd macht zwei Züge und der Eimer ist leer. Das Wasser zu tauchen.
Animation läuft immer noch. Kann er das Bahnrad? Da, wer ist besser? Wer ist schneller? Wer trinkt wie ein Pferd? Ja, Ricky, Ricky, Ricky. Okay. Pupenfrei ist das Ding. Wie viel haben wir jetzt überhaupt schon? Ja, wir sind eigentlich schon wieder über der Folge. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2 Folgen noch machen. Eigentlich theoretisch gleich weitermachen, oder? Ja, gleich weiter. So, verlassen Sie das? Jetzt fühle ich mich viel besser. Aber die nächste Zeit wird hart. Es kommt eine Menge Training auf mich zu, damit ich mich für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren kann. Ich muss mich zuerst für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren. Danach muss ich sie auch noch gewinnen. Wenn ich erstmal die Tschernobylische Meisterschaft gewonnen habe und Ivan aus dem Weg räumen. Achso, okay. Das ist ein bisschen ein Satzfehler. Bla bla bla, Geld gewinnen, bla bla bla. Aber wenn ich es schaffen will, muss ich richtig essen. Letztes Mal habe ich nur Protein in mich hineingeschaufelt, nichts anderes. Ich habe allerdings gehört, dass jetzt glutenfrei der neue Trend ist. Abwechslungsreich essen? Was soll das sein? Nee, du Ort, um glutenfrei kann ich machen. Ich muss jetzt nur nach dem Joggen dehnen. Das ist super wichtig. Sekunde. Verzeiht, ich muss hier kurz einen Schluck trinken. Hat mir schon zu trocken, ist vom Reden. Wärst du so lieb und reitest zu Jamie Olivers Bäckerei, um ein kleines glutenfreies Brot für mich zu kaufen? Super, bis später. Fail. Fährt's auf. So, jetzt ist die Animation unterbrochen. Bella B-Way, die rennt doch schon die ganze Zeit durch die Gegend. Willkommen in New Witchers wundervollen Bäckerei. Glutenfrei? Natürlich haben wir das, Freund. Ein Augenblick, ich hebe das für dich auf. Bist du neu hier? Ich erinnere mich nicht, dich schon mal gesehen zu haben. Autumn? Ach, was für ein schöner Name. Die Tochter der Cousine eines Onkels meiner Mutter heißt auch so. Mein Name ist Jamie Oliver Baum. Aber du kannst mich Jamie nennen. Wenn du Zeit hast, wäre es echt schön, wenn wir uns näher kennenlernen würden. Ist immer toll, neue Leute kennenzulernen. Hier ist jedenfalls das Boot. Etwas angebrannt, aber man kann es einfach abkratzen. Das angebrannte Abkratzen, das ganze Brot sieht aus wie ein Stück Kohle. Am besten bringst du es zurück. Warte, was stand da für Text dabei? Sieht ziemlich verbrannt aus, kann man das überhaupt nicht? Okay. Nein, Bertha. Super, das ist ja mein Brot. Sieht so sieht also glutenfrei aus. Das sieht verkohlt aus. Ich esse, sobald ich die Geländestrecke aufgebaut habe. Okay, dann ist das hier soweit fertig. Ja. Dann werden wir an dieser Stelle aber einen Cut machen, denke ich. Schau Gott, was haben wir denn noch? Einfach schon mal ein bisschen. Bla 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 bla. Weiter der kleine Nichtsbusswettbewerb in der Nachbarschaft. Jetzt danke von Holly, es wäre noch zu doof. Gut, Schneeballume gilt. Ich glaube, dann werden wir uns in der nächsten Folge. Ich müsste mal die Pink Quest weitermachen. Egal. Wir werden uns in der nächsten Folge Coach Schneeblume zu widmen. Wo wir eigentlich sogar, glaube ich, letztes Mal aufgehört haben. So, aber wie gesagt, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich werde mich mal langsam auf den Weg dorthin machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht auf der Endcard vorbeizuschauen. Dort kommt ihr wie immer links zu brechen. Links und rechts zu meinem Kanal, wo ihr abonnieren könnt. Schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei, da sind noch etliche andere Let's Plays von Spyro angefangen, über The Witcher, über Binding of Isaac, Horrors Life und so weiter und so fort. Vielleicht gefällt, ihr findet sicher noch was euch gefällt, würde mich wahnsinnig freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. He's a stranger.